Servus, grüß euch, meine lieben Kernis, und willkommen zurück. Es geht weiter mit Bama und wir schauen direkt ins neue, nächste Spiel, das auswärts ist, rein. Da werden wir gleich einen Spieler mitnehmen. Er ist der neue OKK, ist der neue. Ist Mittelstürmer, brauchen auch nicht so viele. Wir haben viel zu viele Stürmer, sehe ich hier. Das ist wirklich abartig. Akas könnte statt Seravolo mal reinkommen, aber der ist hängende Spitze. Wir haben, es ist einfach abartig, was hier passiert. Oh, statt OKK lassen wir ihnen die Startaufstellung. Seravolo und Sligadi statt Insigne könnten das auch ein bisschen umändern. Wir brauchen defensivere Spieler. Hoppala. So wollten wir es nicht. So. Vielleicht kann ich da die Strategie auch ein bisschen ändern. 4-3-3. Nein. Das ist, glaube ich, die stärkste. Offensiv Ballbesitz. Kurzer Pass, langer Pass. Formation halten. Formation halten tun wir nicht. Flexibler spielen, dann geht es leichter. Enger stehen und weit. Pressing passt auch. Schauen wir mal, wie es damit wird. Und dann schauen wir gleich einmal rein in die Partie gegen Chivo Verona. Wird natürlich auch kein leichtes Spiel, denn das sind zwei Auswärtsspiele hintereinander. Und das ist für ein Team ziemlich schwer. Und ja, vielleicht lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefällt. Meine lieben Kernis, und in diesem Sinne geht's los. Estadio de Escorbiello. Ein ganz wichtiges Spiel. Flügelrotation. Sie haben Flügelrotation dabei. Aber das war sehr gut erkämpft. Er spielt den Ball hier zurück. Sehr gut, den kann er aber nicht mehr erreichen. Schade. Chivo Verona ist nicht von schlechten Eltern. Vielleicht wechsle ich auch den Verein nach einiger Zeit. Oh, schade. Schade, schade. Damit gibt es hier einen Einwurf. Gut gemacht, gut gewechselt. Können wir auch nicht den Ball abnehmen? Schade. Ja, Sabalot, was ist hier los? Sie kommen zur ersten Torchance, die nicht von schlechten Eltern ist. Schön hereingespielt im Übrigen. Wir haben hier überhaupt keinen auf der Außenbahn. Doch, da. Schön und wieder sehr schön. So, da zieht er mal nach innen. Der war auch nicht schlecht. Der kam sehr überraschend durch. Strategie, Sprint. Auch nix. Eckbälle sind hier nicht so fein zuzuordnen. Achtung. Ach, geh mir doch nicht auf die Nerven. Da steht einer im Weg. Er rutscht einfach raus, wenn man ihn anwählt.
Der Torhüter, weg damit. Der lässt sich auch nicht anwählen. Das ist natürlich sehr bitter. Boah, da kommt er durch. Der Torhüter. Sehr gut. Fratale ist wieder da. Der spielt. Was ist denn dauernd, Schiri? Kannst du keinen Vorteil lassen? Ist doch eh abgespielt worden. Sehr schön. Da ist Icaboni. Ach, da stehen 15.000 Menschen im Weg. Die stehen hier hinten so richtig dicht drinnen. Erst, da kann man mir den Ball schon überlassen, oder? So ist es. Ah, nicht viel zum Steuern hier. Ballverlust, Birsa. Schön geholt. Jetzt willst du mich verarschen oder was? Jetzt läuft er wieder drüber. Schön geholt. Acht. Scha. Ja, da kommt er wieder zu spät. Ein paar kleine Schwierigkeiten, aber sonst ganz okay. Steht noch 0 zu 0. Jacobi TC und wir haben mehr Ballbesitz als sonst was. Schön den Ball erobert, das war wirklich gut. Ups. Und in der Mitte wird hier immer zugemacht. Ah, der läuft wieder vom Ball vorbei. Alter! Na, wo läufst du denn hin? Nächstes Jahr, heuer, hier. So, sehr gut. Ein bisschen unlogisch, was die Mannschaft hier macht. Und der geht wieder daneben, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, ich weiß nicht, warum er den hier immer hinspielen will. Mitte dicht machen, genau so und nicht anders. Und schon wieder Ballverlust. Na, geht hier gar keiner dazwischen. Er weiß nicht, er läuft immer neben dem Ball vorbei. Ja. Den spielst du genauso hinterher, obwohl du vorne spielen sollst. Diese Logik. Und der geht wieder knapp am Tor vorbei. Was hier jetzt los ist, frage ich mich auch. Sehr schön gespielt und wieder ist einer dazwischen, egal wo du hinspielst. Der Gegner ist immer wieder da und es gibt die erste Bilanz. Ja, keine Torchance unsererseits. Oh doch, in der Statistik ist es eine Torchance, Strategie. Schauen wir mal.
Konterangriff, Angriffsbereich weit flexibler. Bisschen offensiver bleiben und damit rein in eine zweite Halbzeit. Aha. Er kommt da zuerst trotzdem zum Ball. Schön dazwischen gegangen wieder. Aha, sehr wichtig. Da willst du jemanden vorne anspielen. Tja, er kommt anders trotzdem. Das ist ja mal lächerlich. Sehr schön gespielt wieder. So, nach innen ziehen. Es kommt aber keiner nach. Es bietet sich kein Mensch an. Doch jetzt, ah, Chance. Da springt er dazwischen. Ah, die stehen so dicht hinten drin. Die wollen auf Konter spielen. Das ist richtig. Na, wie viele Änderungen magst du jetzt? So, wieder nix. Ja, okay. Das ist gerade schwer zu erraten hier. Gut dazwischen gegangen und der Goalie ist da. Wirft den schneller aus. Das gibt's nicht. Wir kommen nicht so schnell an den Ball. Wir kommen einfach nicht schnell genug an den Ball. Ah ja, okay. Sehr gut. Und wieder nix. Da kommt die erste Chance. Wieder nix. Glück gehabt. Glück im Unglück. Das ist OKK, der neu verpflichtete Mann. Er steht mitten vom Tor und sie trifft nicht. Die Problematik des Tors ist einfach, dass wir nicht treffen. Bisschen offensiver spielen. Kurzzeitig. Ah, da war der Ballverlust. Ja. Gibt's denn das? Doch, vielleicht jetzt ein schnelles Angriffsspiel. Ach komm, nimm den Ball doch ordentlich an, OKK. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt vielleicht. Schneller spielen. Jetzt läuft er vom Ball vorbei. Und dann geht wieder nichts, weil alle sich gegenseitig niedersteuern. Ja! Alter Fetzen. Du kannst hier nichts in der Abwehr steuern. Plötzlich nimmt er den Ball wieder nicht an. 71 Minuten gespielt. Wieder schön erhoben, aber es geht nicht schneller. Das darf man nicht. Und jetzt geht's doch. Jubeln. Fan. Insigne. Roberto Insigne. Gut herausgespielt. Nach ärgerlichen Minuten. Man muss nur ein wenig lästig sein. Sehr gut gemacht. 1-0. 1-0. Sehr schön. Sehr gut. Damit haben wir die Führung. Schnelles Kontertor erzielt. So. Schön, wieder gut überspielt. Er lässt ihn vorbei. Warum tut er das? Ein Stolpersieg vielleicht. Wieder sehr schön.
Wieder schön hereingespielt, jetzt muss es sein. 2-0. Barmer führt hier 2-0. Traumführung, Traum zusammengespielt. Hier ist der Knoten gelöst, auch beim bei der Neuerwerbung ist der Knoten gelöst. Der Knoten ist geplatzt, es steht 2-0. Oh Kaka. Schön herausgespielt. Da lässt er sich viel Zeit, stoppt den Ball kurz ab. Täuscht an und trifft zum 2-0. Auch das war nicht sehr gut. Ja, Schiri, war Ball berührt. Oh, ja, sicherlich. Ah, da geht er wieder dazwischen. Da geht er dazwischen. Jetzt probieren sie es auf gefinkelte Art und Weise. Ah, jetzt sind sie komplett offen. Hinten zumindest. Schöner Kopfball. Jetzt muss es mal schnell gehen. Schön gemacht. Da ist wieder OKK. Schönes Zusammenspiel. Ah. Oh. Oh, 3-0. Es ist wieder Insigne. Was war denn hier jetzt los? Wunderschön gemacht. Zack, schießt ihn auf den Rücken. Wäre eigentlich ins Tor gegangen. Dann kommt Insigne. Oh, abgefälscht. Hässliches Tor. Vom gleichen Spieler noch einmal abgefälscht. Der rettet zuerst und dann ist die Show-Einlage perfekt. Schauen wir noch einmal. Ja, er fälscht den eigenen Mann ab. Der Goalie berührt ihn auch noch. Ja, da braucht man nicht mehr wechseln. Sehr schön. 3-0. Wunderschön zusammengespielt. Und die Anfangsminuten waren ja wirklich schwierig. Und der Sieg ist hier auch drinnen, auswärts. 5-0 auch von Juventus Turin gegen Empoli. Bologna gewinnt diesmal. Und wir haben den ersten Sieg und pirschen uns auf Platz 5 nach vorne. Insigne hat 4 Tore, Serravolo 3. Nicht schlecht. So, gibt einen Verhandlungstag und Transferfenster. So. Teammanagement, Verhandlungen. Mein Team. Wer will meinen Roberto Insigne? 6 Millionen. Hui. Roberto Insigne ist nicht der beste Rechtsaußen, oder? Könnte auch Sligadi sein, aber ja, 6,2 Millionen, das wären 15,7 Millionen. Bedingungen akzeptieren oder nicht? Nein, ich werde sie beenden. Weil mir dieser Spieler wichtig ist. Andere Vereine. Nein, auch nicht. Das lassen wir. Eine Stunde vorspringen. Das Transferfenster schließt. Ich erfülle mir einen Traum. So, jetzt schauen wir mal. Andere Vereine. Dann haben wir dann in der Jugendmannschaft auch einen guten Spieler. McTowell, Texera, Russo, Swiner.
Alter. Das Alter wird hier gar nicht angezeigt. Ah, jetzt. So. Hier steht aber kein Alter, oder? Spiel ich die Position. Doch, 20 Jahre alt. Schau mal, Weiner hat hier linken stärkeren Fuß, ist 1,80 groß. Hannawald. Nein, es ist nicht Sven Hannawald. Gehen wir mal eine zweite Scouting-Liste aktivieren. Keine Position, Gebiet, England, Frankreich, Italien, Dänemark, Schweiz, Brasilien, Argentinien, Chile, Südamerika. Schwerpunkte in Entwicklungsphase, Gesamtbewertung, Budget erwägen. Nord- und Südamerika. So. Wir haben hier ganz gute Spieler zu verpflichten. Jetzt schaue ich mir aber nach einem Italiener oder einem jungen Österreicher um. Ein Transferangebot für Tezi ist reingegangen. Jacoby Tezi für 8 Millionen. Marktwert ist 6 Millionen. Bedingungen akzeptieren für Jacoby Tezi. Ja, 17 Millionen, das schaut nicht schlecht aus. Jetzt überlege ich mir gerade, passt da jemand rein, der einen österreichischen Flair hat. So, Teaminfo, Teammanagement, Verhandlungen, Scouting, erweiterte Suche, Nationalität. Nationalität steht da wieder nicht, doch Nationalität. Ah, Vereinsmannschaften. Nationalität Europa, Österreich. Gehen wir mal suchen. Alter absteigend, Position absteigend, Gesamtbewertung absteigend. David Alaba mal nicht. Marcel Sabitzer. Zur Spielersliste hinzugefügt. Was ist der eigentlich wert? Marktwert 18 Millionen. 18 Millionen und Dragovic, Lazaro, der rechts außen wäre interessant. Alessandro Schöpf wäre auch ein interessanter Spieler. Stefan Ilsanker wäre natürlich auch interessant. Xaver Schlager spielt bei Olympique Marseille. Die sind aber alle Young Boys Bern. Utz Ulmer, Andreas Ulmer, FK Leromatz, Louis Schaub, Heinz Lindner, Marc Janko, Siebenhandel. Jörg Siebenhandel. Der wäre natürlich auch nicht schlecht, du hast einen Schick. Aber der spielt leider schon woanders. Andreas Weimann für die linke Seite. Ja, probieren wir auf 3, Dings. Gehen wir seinen eine Weiterkaufsoption von Vertragslaufzeit 2 Jahre. 99. Ablösesumme. Gehen wir bei 3 Millionen hin. 4 Jahre auch nicht unbedingt. So. Ah ja, wir können nicht viel machen hier. So, mein Team. Da wäre Tini. Tini ist nicht mein Torhüter. Cheon Sang De Young Mastai. Bedingungen akzeptieren. Nein, wir behalten den. Scouting.
Hier gibt es einen neuen Spieler. Nyase Fransor Nathan. Willem 2, Fransor. Was ist denn der wert? 7 Millionen. Ah. Also eigentlich ganz gut hier mit dem ganzen Budget. Balances 86%. Wir könnten uns mit dem verstärken oder Nyase. Nyase spielt bei Merseyside Blue. Wäre 8 Millionen Euro wert. Wäre auch ein guter Stürmer zu Okoko. So, Okoko natürlich. Andere Vereine. Andreas Weimann. Wären zwei Ablösesumme, wären 3 Millionen. Nein, 2,8 Millionen. Das ist natürlich nicht schlecht. Andreas Weimann. So, Verhandlungen. Spielerliste. Marcel Sabitzer, CSKA Moskau. Ich hätte so gern diese Spieler. Lazzaro, Sirsetti, Verhandlung. 13 Millionen für Sirsetti, das wären 27 Millionen. Und mit 27 Millionen kann man viel anfangen. Wow. Und der spielt sogar besser. Wow. Geht das Neue? Bitte legen Sie die Verhandlungsstrategie fest. Das passt schon. Weiterkaufsoption. Paulsen, Yusuf Paulsen. Ist hier irgendwo Matic? Nee, ich kenne nur Paulsen. Schade, schade. Deaktivieren. Hansen. Gibt es hier einen guten Spieler? Paulsen. Hansen. Ein Goalie wäre cool. Deaktivieren. 14 Millionen. Schließt in 4 Stunden die Uhr dickt. Hier schaut's nicht schlecht aus. Sirsetti 14 Millionen, Salao 7 Millionen. Alter. Hinter Zairo. Die bieten. Es ist einfach geil. Dini will ich nicht hergeben. Und wir müssen diese Stürmer loswerden. Wir haben OKK, das passt. Und Sirsetti kann hier gerne gehen. Passt. Dieser Vorgang wird 2 Stunden dauern. 28 Millionen. So. Mein Team. 7 Millionen. Wir hätten 35 Millionen. Müssen aber hier sinnvoll agieren. Vereinsmannschaften. Jupiler Pro League. Das ist Wahnsinn. Englische Liga. David Alaba. David Alaba spielt hier. So, suchen. Lallana, Hazard, Solanke, Solanke, Gomez, Hazard. Mohamed Salah, verpflichten wäre nicht schlecht. Karius, Kleben. Aber spielt dieser junge Spieler nicht mit. Das ist auch schade. Italienische Liga, Bologna, Cevo, Ferrandona, Lazio, Milan. Shalalolu. Spielt da schon Ronaldo mit? Ich sehe hier keinen Cristiano Ronaldo. Was ist denn hier los? Wo spielt denn Cristiano Ronaldo? Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ronaldo, hoppala. Ronaldo suchen. Cristiano Ronaldo spielt bei MT White, noch immer bei Real Madrid. Ronaldo Mentes. Wir haben hier sehr viel Geld zur Verfügung. 28 Millionen. Suchen. Messi. Keine Verpflichtungschance. Da müssen wir weiter runtergehen. Lorenzo Insigne, Handanovic, Pjanic, Paulinho, Rakitic, Fekir, Mbappé, Kimmich. Anfrage für Transferverhandlung. Das ist zu teuer. Zu teuer. Thomas Müller, Alterer Wild. So, hier ist keiner, der irgendwie gut wäre. Maresch. Moussa Dembélé. Was kostet der? 35 Millionen. Schon Cuadrado. Hier schaut schon ein bisschen besser aus, je weiter man nach unten kommt. Kommen wir in ein gepflegtes Julian Brandt Bayari, 29 Jahre alt, cleverer Spielmacher. Harry Maguire ist 25 Jahre, spielt bei Chelsea. Bakayoko. Nicht schlecht. Bakayoko. Marcel Tavis habe ich hier auch gesehen. Natürlich nicht richtig Marcel Tavis. Wie weit muss ich denn da runter, dass hier Ryan Babel zum Beispiel wechselt? Würde 18 Millionen kosten. Was hat der für Stärke? 81er. Und ist 32 Jahre alt, Ryan Babel. Pope. Ah, sehr weit nach unten. Vasquez. An White Red. 29 Jahre alt. Was kostet der? 14 Millionen. Nicht schlecht, wenn wir weiter so gut verhandeln und spielen, könnten wir hier viel erreichen mit Thorgan Hazard von Liverpool. Kann man nicht verpflichten. Delaney. Aha. 28 Millionen sind eigentlich ganz gut. Gabbiadini spielt bei Bayer Leverkusen. Mignolet, Damian, Manchester Red. Du kostest 14 Millionen. 11 Millionen. Nein. Das lassen wir am besten. Einfach Berisha. Cassie. Elfenbeinküste. Was kostet denn Cassie? 16 Mille 28. %96. Cassie wäre natürlich auch ein interessanter Spieler, aber es ist alles sehr, sehr teuer. John Correa, An White Red, Angel Di Correa. So, ich glaube,
Wir brauchen eigentlich keine weiteren Spieler mehr. Dielemans. Gurbegui, der schaut gut aus. Die sind alle so sauteuer. Wurscht. Können wir dann noch die akzeptieren? Selaya braucht man nicht. Dann haben wir 35 Millionen. So. Dann war es das natürlich. Mannschaft des Monats. Tezi und Insigne. Und wir könnten auf die eigene Jugend setzen. Pokalspiel gegen Cagliari. 36 Millionen. So, Verhandlungen. Was ist hier? Scott Zarella von Moffavell. Feiergebühr. Wir haben 36 Millionen, andere Vereine, Ayuf hat einen Vertrag bis 2021, gut, Roberto Insigne, tja, das Ganze hat jetzt ein bisschen länger gedauert aufgrund der, ja, Dings, aufgrund dieser Transferzeit, aber ich hoffe, wir haben hier einen guten Spieler nach dem anderen verpflichtet und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, meine lieben Kernis, Servus, grüße euch und ciao.